Gottes, des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Unser Anfang und unsere Hilfe stehen im Namen des Herrn, der Himmel und Erde gemacht hat, der Wort und Treue hält ewiglich und der nicht preisgibt ein Werk seiner Hände. Amen. Herzlich willkommen heute zu unserer Videoandacht für den ersten Sonntag nach Ostern. Wir befinden uns in einer Zeit des Übergangs in diesen Tagen. So langsam wird darüber nachgedacht, wie sich das öffentliche Leben langsam wieder normalisieren kann, wie sich das auf unsere Arbeit in den Kirchengemeinden auswirken kann in den nächsten Wochen. Das ist noch nicht ganz genau klar. Das wird sich zeigen und das werden Sie dann auch bei Gelegenheit erfahren. Wer weiß, vielleicht ist all das, wenn Sie dieses Video sehen, schon viel klarer, als es heute noch ist. Hier in der Kirche in Egge, wo wir uns heute befinden, ist diese Übergangszeit auch noch in einer anderen Hinsicht spürbar. Das sehen Sie jetzt aus dem Winkel, mit dem die die Kirche sehen, vermutlich nicht. Unsere Orgel ist derzeit ausgebaut. Wir bekommen eine neue Orgel hier in Egge. Die alte Orgel ist inzwischen in der Nähe von Göttingen an einem neuen Ort angekommen. Und die Orgel, die wir hier in Zukunft benutzen werden, die wartet im Moment in den Niederlanden auf uns. Deswegen haben wir heute eine andere Unterstützung und freuen uns, dass der Flötenkreis hier bei uns ist und diese Andacht für uns mit uns gestaltet. Vielen Dank für Ihre Unterstützung. Ich spreche ein kurzes Eingangsgebet. Herr, unser Gott, an diesem Tag kommen wir zu dir. Wir denken zurück an das Osterfest, das wir in diesem Jahr anders feiern mussten als sonst. Wir bringen vor dich, was uns froh, was uns traurig gemacht hat, was uns gelungen ist, was wir gerne anders gehabt hätten. Wir bringen vor dich auch unsere Angst und Sorge, unsere Hoffnungen und Wünsche für die kommende Zeit. Lass uns geduldig sein in der Zeit der Krise und schenke uns immer wieder deine Kraft. Erfülle uns mit deinem Heiligen Geist und lass uns gemeinsam Gottesdienst feiern in deiner Gegenwart. Amen. Wir hören Frage und Antwort 28 aus dem Heidelberger Katechismus. Was nützt uns die Erkenntnis der Schöpfung und Vorsehung Gottes? Gott will damit, dass wir in aller Widerwärtigkeit geduldig, in Glückseligkeit dankbar und auf die Zukunft hin voller Vertrauen zu unserem treuen Gott und Vater sind, dass uns nichts von seiner Liebe scheiden wird,
weil alle Geschöpfe so in seiner Hand sind, dass sie sich ohne seinen Willen weder regen noch bewegen können. In den vergangenen Wochen sind viele Gemeindeveranstaltungen ausgefallen, unter anderem auch einige Gernprojekte. Die Gernprojekte, das ist ja bei uns in der Kirchengemeinde das, was die mittlere Zeit der Konfirmandenzeit füllt, wo die Konfirmandinnen und Konfirmanden viele kleine einzelne Projekte, einzelne Tage, einzelne Aktionen mitmachen, die nicht einfach Unterricht mit vielen an ihren Tischen und einem, der vorne steht und erklärt sind, sondern wo die Konfirmandinnen eigene Erfahrungen machen können, neue Orte, neue Einrichtungen kennenlernen und sich gerade dort Gedanken über den christlichen Glauben machen. Eines der ersten Gernprojekte, das in dieser Zeit ausfallen musste, war vor einem Monat ein Besuch in der Sternwarte in Neuenhaus. Das Thema Schöpfung sollte es dort gehen. Und ich habe mich auf diesen Tag ziemlich gefreut und fand es von daher schade, dass wir diesen Besuch nicht machen konnten. Denn wenn man als Christ das Wort Schöpfung benutzt, dann geht es ja nicht einfach um die Frage, woher die Welt, in der wir leben, kommt. Schon gar nicht so, wie viele Konfirmandinnen und Konfirmanden das vielleicht im ersten Moment in ihren Köpfen haben, in einem strengen Entweder-Oder, entweder Glaube oder Naturwissenschaft. Oft begegnet einem das, wenn man mit Jugendlichen zu tun hat, dass sie entweder das eine oder das andere für richtig halten und sich noch nicht so viel Gedanken darüber gemacht haben vielleicht, wie es eigentlich dazwischen, wie es eigentlich zusammengehen könnte. Von unserer Welt als Schöpfung zu reden, das heißt für mich zunächst und vor allem staunen lernen. Die Welt in ihrer ganzen Schönheit und Größe wahrzunehmen, zu spüren, wie unwahrscheinlich und was für ein Geschenk es ist, dass wir als Menschen in dieser Welt Raum zum Leben haben. Und ich glaube, dass es nicht viele Orte gibt, wo man dieses Staunen so gut lernen kann, wie in einer Sternwarte, in einem Planetarium oder auch einfach beim Blick nach oben in einer sternenklaren Nacht. Ich meine, je besser man sich auskennt mit der Welt um uns herum, umso größer wird auch die Faszination. Natürlich bin ich da als Theologe nicht unbedingt ein Experte, aber wenn ich mir klar mache, wie groß die Dimensionen sind, die da oben auf uns warten, dass jeder einzelne dieser hell leuchtenden Punkte am Himmel in Wirklichkeit nicht mal nur ein Planet wie unsere Erde, sondern ein Stern wie unsere Sonne ist, möglicherweise etliche Male so groß. Und dass schon der nächste dieser Sterne so weit entfernt ist, dass das Licht von dort bis hier so lange unterwegs gewesen ist, dass es älter ist als jede einzelne Geschichte in der Bibel. Das finde ich überwältigend und zugleich unbegreiflich. Der Blick in den Himmel macht einem ziemlich deutlich, wir Menschen stehen nicht im Mittelpunkt. Und die Probleme, die wir im Leben haben, wirken vor diesem riesigen Hintergrund winzig klein. Umso eindrücklicher ist es dann, wenn man in diesen Tagen mal Satellitenaufnahmen anschaut von menschenleeren Plätzen in Mekka, von dem Hafen von Venedig ohne jede einzige Welle. Da sieht man, in was für einer Ausnahmesituation wir leben. Das kann man sogar aus dem Weltall erkennen. Jedenfalls aus der Welt, aus der Erdumlaufbahn. Ob eine Sonde irgendwo weiter draußen im Weltall überhaupt wahrnehmen würde, was bei uns gerade passiert, aus der Ferne erscheint unser Planet vermutlich genauso blau wie immer. Das kann tröstlich, aber auch einengend, vielleicht bedrohlich sein. Wo ist eigentlich Gott in dieser riesigen Welt? Was bekommt er überhaupt von unseren Problemen mit? Ich lese aus Jesaja 40
Die Verse 26 bis 31. Blickt nach oben und seht, wer hat diese geschaffen? Er, der ihr Herr hervortreten lässt, abgezählt, sie alle ruft er mit Namen herbei. Der Fülle an Kraft wegen und weil er vor Kraft strotzt, geht kein einziger verloren. Warum, Jakob, sagst du, und Israel, warum sprichst du, mein Weg ist dem Herrn verborgen und mein Recht entgeht meinem Gott? Hast du es nicht erkannt? Hast du nicht gehört, ein ewiger Gott ist der Herr, der die Enden der Erde geschaffen hat? Er ermattet nicht und wird nicht müde. Seine Einsicht ist unerforschlich. Dem Ermatteten gibt er Kraft, und wo keine Kraft ist, gibt er große Stärke. Und junge Männer ermatten und werden müde, Männer straucheln unvermeidlich. Die aber, die auf den Herrn hoffen, empfangen neue Kraft. Wie Adlern wachsen ihnen Schwingen, sie laufen und werden nicht müde, sie gehen und ermatten nicht. Amen. Auch die Israeliten im babylonischen Exil haben nachts manches Mal zum Himmel hinaufgeschaut, zu diesem Himmel, der irgendwie vertraut, aber trotzdem auch irgendwie fremd war. Und dieser Blick in den Himmel konnte auch für sie etwas Überwältigendes haben. Manchmal war das vielleicht tröstlich zu sehen, da sind auch dieselben Sterne wie bei uns zu Hause. Aber oftmals haben sie sich dann vielleicht einsam gefühlt, denn auch sie konnten ihren Gott nicht dort oben am Himmel finden. Ganz im Unterschied zu den babylonischen Göttern. Denn auch wenn Sonne, Mond und Sterne auch in Babylon noch dieselben waren, die die Israeliten aus der alten Heimat kannten, hier in Babylon wurden sie als Götter verehrt. Und so konnte man diesen Göttern nicht ausweichen, weder am Tag noch bei der Nacht. Ständig war da Marduk, war da sein ganzer göttlicher Hofstaat, und sie wachten aus der Höhe über das babylonische Reich. Nur der eigene Gott, der Gott Israels, der ließ sich bei diesen Göttertreffen irgendwie nicht blicken. Und auch wenn das nicht der eigene Glaube war, kam den Israeliten vermutlich manchmal die Frage, ob es nicht vielleicht wirklich so ist. Ob es vielleicht wirklich nicht mehr gibt als die Macht der Sterne, nicht mehr als das Recht der Stärkeren. Warum sonst wären sie jetzt hier in Babylon gefangen, fern von der Heimat, fern vom Tempel? An einen Gott, der Leben und Freiheit will, glauben. Das fällt schwer, wenn das eigene Leben bedroht ist, wenn man die eigene Freiheit nicht leben kann. Vielleicht können auch Sie das nachvollziehen in diesen Tagen, wo man viel Zeit zu Hause verbringt, wo man sich Sorgen macht über jede Begegnung, jede Berührung, über jeden Handgriff, weil da ja immer irgendwie die Gefahr von Ansteckung ist. Wir brauchen in dieser Zeit unseren Glauben. Er kann uns gerade jetzt Kraft und Halt geben, aber die Unsicherheit, die ist eben auch da, weil das, was wir erleben, oft wenig zu unserer Hoffnung passt. Genau solche Menschen, die anfangen zu zweifeln, die nach und nach anfangen zu glauben, dass es wirklich nichts anderes gibt als das, was sie klein macht und was ihnen die Kräfte raubt, hat wohl auch der Prophet Jesaja im Blick gehabt. Genau diesen Menschen will er neuen Mut machen. Und darum erinnert er sie an das, was sie eigentlich glauben und was auch jetzt im Exil seine Gültigkeit behält. Dass nämlich Sonne, Mond und Sterne und letztlich auch Corona allesamt keine göttlichen Mächte sind. Ganz egal, was die Babylonier, was die eigenen Ängste einem sagen.
dass es einen Schöpfer gibt, der über all dem steht. Einen Schöpfer, der das Leben liebt und der auch angesichts der Größe seiner Schöpfung die vielen einzelnen Geschöpfe nicht vergisst. Lauter Menschen mit ihrer je eigenen Geschichte, mit ihren je eigenen Hoffnungen und ihrem eigenen Leiden. Kein einziger der Sterne geht ihm verloren und auch kein Mensch verschwindet aus seinem Blick. Warum sprichst du, mein Weg ist dem Herrn verborgen und mein Recht entgeht meinem Gott? Hast du nicht erkannt, hast du nicht gehört, ein ewiger Gott ist der Herr, der die Enden der Erde geschaffen hat? In einer Situation, in der die Israeliten sich klein und hilflos fühlen, angesichts der babylonischen Übermacht, die sie bedroht, entscheidet sich Jesaja dafür, Gott ganz groß zu machen, ihn eben nicht als einen dieser kleinen Götter da oben am Himmel zu sehen, sondern ganz bewusst in ihm den Schöpfer zu sehen, den, der hinter all dem steht, auch auf die Gefahr hin, dass ihn Menschen fragen, warum es dann eigentlich all das Leid gibt in der Welt. Diese Frage nimmt Jesaja in Kauf, weil es ihm wichtig ist, dass Gott tatsächlich da ist, dass er eben nicht nur ein Teil der Kulisse ist, dass er als Schöpfer auch heute noch eine Rolle spielt und Menschen sich ihm anvertrauen können. Und zwar gerade dann, wenn die Welt um sie herum ihnen Angst macht, weil da Leid und Ungerechtigkeit ist. Der Herr ermattet nicht und wird nicht müde. Seine Einsicht ist unerforschlich. Jesaja behauptet nicht, dass er Gott vollkommen versteht. Seine Einsicht ist unerforschlich. Wir haben nicht den gleichen Weitblick wie Gott. Wir verstehen nicht, was sein Plan für uns ist und wie das, was uns widerfährt, sich in diesen Plan einfügt. Das alles weiß Jesaja, das hat er selber erlebt. Und zugleich ist er sich doch auch sicher, etwas Wichtiges von Gott erkannt zu haben. Und zwar seine Unermüdlichkeit als Schöpfer. Ein Schöpfer im biblischen Sinne, das ist eben nicht nur der, der die Welt am Anfang einmal zusammensetzt und danach gemütlich die Hände in den Schoß legt. Die Welt als Schöpfung begreifen heißt verstehen, dass Gott auch gegenwärtig noch wirkt, dass er präsent ist, dass er mitwirkt in seiner Schöpfung, dass er die Wege mitgeht, die seine Geschöpfe gehen und ihnen dabei immer wieder die Kraft gibt, die nötigen Schritte zu machen. Denn ja, auch junge Männer ermatten und werden müde. Dass Menschen ins Straucheln geraten, das ist unvermeidlich. Aber auch wenn das gerade der Fall ist, gilt, Gott gibt den Ermatteten die Kraft. Und wo keine Kraft ist, gibt er große Stärke. Gerade darin erweist er sich als Schöpfer, als einer, der das Leben will, der nicht den Tod will. Und genau das sollen wir auch sehen, wenn wir in den Himmel blicken. Nicht eine Riege von strengen Göttern, die dort oben über uns wachen, die Menschen klein und gefügig halten, sondern die überbordende Liebe Gottes, der eine Welt geschaffen hat, die so vielfältig ist, so groß und so unermesslich weit, und der doch auch uns Menschen im Blick behält. Uns hier und jetzt Raum zum Leben zu schaffen. Damals in Babylon hat dieser andere Blick nach oben den Israeliten geholfen, durchzuhalten. Und tatsächlich kam das babylonische Reich an sein Ende. Die Israeliten konnten in die Heimat zurück. Und auch wenn die Geschichte des Judentums auch danach eine Geschichte des Leidens geblieben ist, das Vertrauen auf einen Gott, der dabei bleibt, der dem Leben immer neu eine Chance gibt. Diese Hoffnung haben weder Jüdinnen und Juden noch Christinnen und Christen verloren. Gemeinsam
blicken wir in den Himmel und erkennen dort Zeichen der Liebe Gottes. Und gemeinsam hören wir auch auf die Worte von Jesaja und schöpfen aus ihnen immer wieder neuen Mut. Die auf den Herrn vertrauen, empfangen neue Kraft. Wie Adler wachsen ihnen Schwingen. Sie laufen und werden nicht müde. Sie gehen und ermatten nicht. Das wünsche ich uns allen für diese Zeit und für alles, was uns in diesen Wochen erwartet. Amen. Lasst uns beten. Guter Gott, deine Gegenwart erfüllt unsere Welt. Von fernsten Sternen bis zu unseren Häusern. Lass uns spüren, dass du das Leben liebst. Und stärke uns in dieser Zeit. Hilf uns ertragen, wo wir Einschränkungen uns durchatmen, wenn uns die Panik befällt. Hilf uns aushalten, wo wir stark gefordert werden. Hilf uns hinsehen, wo jemand unsere Hilfe braucht. Hilf uns Leichtigkeit zu finden, wo unsere Schultern hängen. Und stärke uns immer neu in der Hoffnung, dass du auf der Seite des Lebens bleibst, damit wir mutig und beherzt nach vorne schauen, auch wenn wir noch nicht wissen, was die Zukunft bringt. Gemeinsam beten wir mit Jesu Worten. Unser Vater im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich und schenke dir Frieden. Amen.